So, da bin ich wieder. Ja. Und was ich sagen möchte, heute ist Gründonnerstag, also ja, ich werde heute nicht so viel essen heute vielleicht, weil es ist bald Ostern und dann werde ich richtig essen, aber erst zu Ostern, erst in ein paar Tagen. Okay, was ich sagen muss, es ist gerade Steam Sale da und ich habe mir Hamburg-Hannover gekauft, Köln-Düsseldorf, diese German Collection habe ich mir gekauft, mit München-Augsburg habe ich aber schon länger gehabt und IC2 hatte ich auch von Hamburg-Hannover, die hatte ich halt schon, aber ist egal, die anderen nicht. Die Ludmilla habe ich bekommen, ist auch eine, die BR-232, ist auch eine coole Lok. Ist halt ein Dieslok, aber kann man trotzdem cool damit fahren. Also PZB geht bei der leider nicht. Aber SIFA geht wenigstens bei dem Fahrzeug. Ist auf Enter, also nur mal am Block da, also ganz drüben, ganz rechts Enter drücken. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Taste beim Computer halt ganz rechts unten Enter. Und ja, also ist halt, dann habe ich noch den Hamburg-Hannover, ist eine geile Strecke, also muss ich sagen, ist eine große Strecke. Man kann sehr viel fahren mit auf der Strecke, man kann ICE fahren. Bin ich ICE2 mal gefahren, mit dem ICE2, und ich muss sagen, der gefällt mir wirklich. Also PZB geht, ja, ÖZB weiß ich, ja, wird auch gehen. SIFA klappt, habe ich jetzt nicht probiert, aber sollte eigentlich klappen. Ja. PZB geht, glaube ich, auch. Ja, PZB geht auch. Haben halt manche Leute geschrieben, dass es auch geht. Weil muss normalerweise gehen. Weil sonst ist das kein richtiges Fahrzeug. Weil ich will schon, dass PZB immer und SIFA und so immer geht. AFB geht auch, also der Tempomat für die Geschwindigkeit halten, der geht auch, habe ich schon probiert. Stelle ich immer auf 2, da kann man 200 fahren, Leute, auf der Strecke. Also ist nicht so wenig. Mit LZB ist auch verbaut. Ist ja logisch. Also ich finde, die Strecke ist wirklich gut. Ich empfehle die nur weiter. Link ist in der Beschreibung dazu. Also, und Köln-Düsseldorf ist auch in der Beschreibung. Ist jetzt nicht so gut, die Strecke. Aber es geht. Also man kann fahren. Ich bin ein Szenario letztes Mal gefahren auf der Strecke. Und ich bin einfach in den Bahnhof viel etwas zu schnell eingefahren. Und auf einmal X. Dann habe ich so gedacht, ey, was, ich war kurz vorm Ziel. Ich war bei Düsseldorf Volksgarten und bin von Langenfeld irgendwas weggefahren. Und war kurz vorm Ziel. Also hat mich schon sehr angekotzt, werde ich das Szenario aber nochmal fahren. Mit der 420. Ihr wisst ja wohl, die Baureihe 420 ist eine geile Lok. Empfehle ich auch noch weiter, wenn ihr sie noch nicht habt. Also PZB, SIFA geht auch. Die Lok klappt. Höchstgeschwindigkeit ist leider nur 120, aber ist eine alte Kiste, die Lok. Also passt das alles. Ja, also ich würde sagen, bis später.